Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr seht, befinde ich mich hier auf der Ostseeküste. Und zwar dort, wo die BGA ist. Hier seht ihr jetzt aber schon, ist nicht die BGA, sondern ein Schweinebetrieb. Das ist nämlich das neue Projekt, was ich zusammen mit euch quasi starten möchte. Und ja, ich habe mir gedacht, als erstes gebe ich euch erstmal so eine kleine Hoftour, sage ich jetzt mal, so was wir auf dem Hof haben, wie der Hof aussieht. Und ich werde auch noch dann sagen, was so die Pläne sind für die Zukunft. Und ja, bevor ich jetzt hier noch länger laber, würde ich sagen, starten wir mal direkt. Und da sehen wir hier schon mal den ersten Schweinestall. Ne? Ich bin mir gerade tatsächlich nicht mehr sicher, wie viele da reingehen. Müsste ich später nochmal nachschauen. Auf alle Fälle haben wir hier dann nochmal zwei Kalksilos. Und hier haben wir dann unseren zweiten Schweinestall. Direkt hier mit Mistlager hier. Hier kommt dann der Mist hin. Dann haben wir hier auch noch das eine Güllelager vom einen und das andere ist auf der anderen Seite. So, ja, das sind halt so die Hauptgebäude hier auf diesem Hof. Ja, so ist soll so ein bisschen älterer Stil sein mäßig. Ja, ist halt ein bisschen, muss man mögen. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Halt ein bisschen auch mit Gras und so hier Kopfsteinpflaster, ne? Und ja, ich würde sagen, wir kommen hier zu unserem ersten Gerät und zwar dem Zubringer. Kotte Garant. Ich glaube 28 Kubik passen da rein. Und ja, davon haben wir eins. Geplant sind natürlich mehrere. Die Flotte wollen wir auf alle Fälle erweitern. Generell der Hof soll auch jetzt über die Zeit, ne, habe ich geplant natürlich mit euch hier den Spielstand zu erweitern. Also falls ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Und ja, wir machen mal hier weiter. Wir haben hier ein Regal. Hier sind jetzt so ein paar Sachen drin halt, ne? Hier noch Demoschild, ne? Und direkt daneben kleine Werkstatt, auch mit einer Kette. Und hier kann man nochmal Kercher, der hängt hier an der Wand. Ne? Das ist halt wichtig auch. Dann haben wir hier noch ein kleines Vordach. Ja, hier steht aktuell hier nur ein bisschen Holz hin. Ja, mehr steht hier auch nicht. Ist also eigentlich, ich weiß auch nicht, warum ich das gebaut habe. Sieht ganz gut aus. Kann man auch mal guten Telelader oder ein paar Paletten runterstellen. Definitiv. Dafür ist das wunderbar gemacht. Wenn wir jetzt hier in die Haupthalle gehen, sehen wir schon, die steht proppenvoll. Wir haben hier, wir fangen mal jetzt auf der Seite an, hier einen Argoliner-Hänger. Um, ich glaube, irgendwie so circa 35, 30 Kubik hat der, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir hier noch einen schönen Ballenhänger. Der wird auch schon in der Ballensaison gut genutzt. Sehr schönes Ding hier. Dann haben wir auch noch mal hier eine Drehschemel-Kombi. Ganz wichtig. Und direkt daneben steht der Straubmann-Streublitz. Ja, ist auch recht schönes Ding, ne? Daneben befindet sich dann Güllefass. Wienhof-Güllefass. Mit dicken Schlappen und 24 Meter Schleppschlauchgestänge müsste das sein, genau. Dann gehen wir mal weiter zum kleinen und großen Kollegen hier. Hier einmal der 926 Vario mit dicken Reifen und Reifenregeldruckanlage. Ne, ist ganz wichtig. Daneben steht der alte kleine Massey Ferguson 3690. Ist ein echtes Schmuckstück. Der ist jetzt hier auch schon seit längerem auf den Hof. Und ja, hier haben wir nochmal für Mais zum Maisdreschen hier von Ziegler. Und direkt daneben geht es weiter mit JCB. Telelader. Ne? Der macht gute Dienste definitiv. Und dahinter steht dann auch direkt schon die Klaas Quadran 5300 FC. Damit wurden diese Saison auch schon gut Ballen gemacht, sag ich mal so.
Und daneben steht direkt der Lexion 480 mit 7,6 Meter Schneidwerk. Und zu guter Letzt in dieser Halle befindet sich noch unser Rübenbruder, ne? Ein Panther 2 mit 3,4 Meter müssten das sein hier. Und ja, das waren so die Hauptmaschinen, die wir hier so haben. Mir fehlen tatsächlich noch ein paar Schienen wie eine Getreide-Sämaschine. Das fehlt mir, oder einen Düngestreuer und eine Spritze. Aber deswegen nehme ich euch mit, ne, damit wir zusammen hier entscheiden können und damit ihr alles mitkriegt, ne, was jetzt noch so aktuell passiert. Genau, hier seht ihr dann auch schon, wie hier geht's weiter. Kommen wir hier zur Horsch. Was ist das hier, Horsch? Warte. Was steht denn da? Ich kann es jetzt hier nicht sehen. Da steht Horsch Maestro. Ne? Ja, habe ich diesen Winter hier jetzt gekauft, also jetzt Herbst. Mal gucken, ne? Wenn die zum Einsatz kommt, wie die so ist. Und ja, dann ne, hier nochmal der Schweinestall. Hier geht's weiter mit unserem Getreidesilo. Ist nicht das Größte, wird auch noch ausgebaut, aber für den Anfang reicht das komplett. Wie gesagt, es ist halt so ziemlich, wir starten so ziemlich bei Null, könnte man sagen. Nicht ganz bei Null, aber es muss noch einiges getan werden hier auf diesem Betrieb. Hier seht ihr schon ganz okay Ausbeute hier an Strohballen von der Saison. Rapsstroh ist es. Und hier seht ihr dann auch nochmal die Rüben. Das sind so circa 150.000 bis 180.000 Liter müssten das hier sein in dem Silo. Ja, von dem war halt auch, wie gesagt, nur das Feld. Dafür war es ganz okay. Und ja, hier direkt daneben Schweinefuttermischstation. Hat auch ordentlich was gekostet tatsächlich, aber das macht sich ganz gut hier. Hoffe ich zumindest. Schweine müssen wir nämlich auch noch kaufen. Die habe ich jetzt noch nicht gekauft. Da will ich euch auch unbedingt mitnehmen, wenn wir hier die ersten Schweine auf den Hof holen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier zu unserer Pelletproduktion. Da ist ja jetzt hier das Strohbergungs-Add-on extra neu rausgekommen. Ne, für den 22er könnt ihr mir auch sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich muss ja sagen, ich habe es wirklich sehr vermisst. Ich habe es extremst vermisst. Und ja, dann, ne, hier steht direkt die, was ist das hier, Premos, Krone Premos mit dem Ding direkt dran. Hier haben wir dann nochmal einen kleinen Lieper für Paletten, ne, hin und her, dies, das. Ja, schicke Halle, wie im 19er damals. Eine Palette habe ich testweise auch schon mal produzieren lassen. Na, hier haben wir den Kran. Und ja, mehr ist hier eigentlich auch nicht. Mal wieder raus. Ja, dann geht's halt hier wieder raus. Und wenn wir jetzt noch einmal nach hinten gehen, dann werden wir auch noch mal den Güllepott sehen, der dort hinten steht. So, hier steht nämlich jetzt der Güllepott von Stallkamp. Ich glaube, wie viel geht hier rein? Müssten 2,8, 2,5 Millionen Liter müssten hier reinpassen an Gülle. Also das sollte definitiv erstmal reichen. Und ja, soweit war es das eigentlich erstmal mit der Hoftour. Habt ihr jetzt einmal einen Überblick hier von dem Betrieb gesehen? Und ja, gerne mal Rückmeldung, bisschen Feedback geben in den Kommentaren, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.